Hallo liebe Caravan-Freunde, ich grüße euch. Ja, heute haben wir ein älteres Wohnmobil hier. Da hat der Kunde die Kurve ein bisschen eng genommen und hat da ein bisschen die Hauswand touchiert und hat sich so gesehen hinten das Heck abgerissen. Das sieht dann so aus. Wir haben jetzt schon mal hier zerlegt. Die Leiste haben wir schon mal abgenommen bis da oben. So, und jetzt werden wir hier einen Teilersatz durchführen. Weil instand setzen ist nicht mehr, weil hier war wohl schon mal ein Schaden und hier wurde ja schon ein Zentimeter Spachtel aufgebracht. Und das Blech ist halt mittlerweile schon so überdehnt, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, das noch wieder instand zu setzen, zumal jetzt ja durch den neuen Schaden auch diverse Risse drin sind. Wenn wir jetzt ein Teilstück rausschneiden hier und dann werden wir ein Stück Aluminium, nachdem wir das Blech abgesetzt haben, zeige ich euch später, wie das aussieht. Werden wir dann ein Blech mit Kleber auf die Absetzung verkleben. Weil aufgrund des Alters des Fahrzeuges ist hier eine Kompletterneuerung der Seite nicht mehr möglich, weil dann wäre das Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden und der Kunde hat auch keine Kaskoversicherung. Dementsprechend führen wir jetzt hier eine Teilreparatur durch. So, dass der Kunde das Fahrzeug auf jeden Fall dann wieder sicher nutzen kann und es wieder ordentlich aussieht und alles dicht ist. So, jetzt haben wir erstmal das beschädigte Holz hier rausgeschnitten und rausgeholt. Leider war das teilweise ein bisschen feucht. Das haben wir jetzt entfernt, die feuchten Holzstücke. Ja, Blech ist rausgeschnitten jetzt. Der Rest hier sieht auch feucht aus, ist aber trocken. Ja, hier wird jetzt im Grunde ein neues Stück Holz eingesetzt. Und ja, dann wird das Blech im Grunde angefertigt, was nachher hier reinkommt mit der Absetzkante. Und das wird dann mit Metallkleber hier verklebt. Und dann geht's weiter. So, Holzteilersatz haben wir jetzt gemacht, wie man sieht. Ist alles vernünftig verschraubt hier. An den Holz, wo noch Stabilität vorhanden war. Zusätzlich ist noch ein Korsikkleber mit drin. Das wird hier auch noch versiegelt, der Rest. Und die Rückwandverkleidung haben wir auch schon soweit wieder gerade gemacht. Durch Temperatureinwirkung ist schon wieder jetzt verschraubt. Haben wir Stabilität wieder drin hier, ist alles wieder super. Ja, jetzt werden später unsere Lackierer hier noch die Ecke anmodellieren. Und unser Karosseriebauer ist jetzt dabei, das Blech hier anzufertigen. Das ist halt auch ein Aluminiumblech. Hier ist es roh. Ja, das wird jetzt angepasst und dann ebenfalls mit Metallkleber eingeklebt. So, wir haben das Blech jetzt eingepasst, zugeschnitten und die Ecke haben wir auch modelliert. Verklebt alles mit Metallkleber und Kunststoffkleber. Das härtet jetzt aus. Hier haben wir zum Fixieren und zum Randrücken einmal Hilfsschrauben reingesetzt, um das Blech ranzuziehen an das Originalblech. Dann nochmal hier einmal mit Schraubzwingen und einem Vierkant, so dass nachher alles schön gerade ist und da keine Wellen drin sind. Ja, wie gesagt, und die Kunststoffecke hier, die hier fehlte, das Stück hat der Kunde zum Glück aufbewahrt und die haben wir jetzt auch schön verklebt mit Kunststoffkleber, zwei Komponenten Kunststoffkleber. Die hält jetzt auch. Jetzt lassen wir das Ganze austrocknen und dann geht das Fahrzeug in die Lackiererei und wird dort weiter bearbeitet. Dazu später. So, das Fahrzeug befindet sich jetzt in der Lackiererei. Hier wird ein spezieller Spachtel aufgetragen, um hier Stabilität reinzukriegen und den leichten Versatz zwischen dem neuen Blech und dem alten Blech wiederherzustellen, dass wir hier im Grunde nachher eine glatte Oberfläche haben. So, die Spachtelmasse ist nun aufgetragen und die Grundierung ist drauf lackiert. Nun wird die Grundierung, was auch als Füller bezeichnet wird, geschliffen. Dann wird im Grunde das Fahrzeug abgeklebt und geht dann in die Lackiererei,
um dort lackiert zu werden. So, ich bin jetzt hier in unserer Lackieranlage, Lackierbox. Fahrzeug steht jetzt hier drinnen, ist komplett abgeklebt und komplett abgewischt, ja, vorbereitet, soweit. Und wird nun lackiert. Das machen wir, weil wir ein paar blanke Stellen haben, um im Grunde die Braut zu schützen. Und ebenfalls, weil wir ja durch das Aufregen von der Dosierung im Spachtelbereich, im Stabenbereich, haben wir ja Flecken. Und deswegen schützen wir einmal die Dosierung komplett vorweg, damit wir hier im Grunde eine Farbe haben und nicht eventuell nachher durch den Decklack irgendwelche Flecken durchschimmern. Ja, sobald diese abgelüftet ist, kommt dann im Grunde der Decklack drauf. Dort werden dann zwei Kreuzgänge angewandt und dann ist die Lackierung auch perfekt. So, der Nassfüller ist jetzt aufgebracht und abgezogen, abgelüftet. Und jetzt wird im Grunde der Endlack lackiert. Immer schön gleichmäßig von links nach rechts und nach oben. Da bin ich auch aufpassen, dass man die Ecken alle trifft. So, dann kommt da gleich noch ein Gang rauf und dann könnt ihr auch sehen, wie er schön dasteht. So, das Wohnmobil ist jetzt wieder zusammengebaut. Der Schaden ist soweit behoben. Dafür, dass wir alles instand gesetzt haben, denke ich mal, kann man damit sehr gut leben. Auch die Übergänge hier vom Teilersatz sieht alles super aus, alles fluchtig. Ja, der Kunde ist jetzt wieder sicher und zuverlässig unterwegs und kann seine Reise antreten. So, wie ist denn bei euch? Habt ihr so einen Schaden schon mal gehabt? Hattet ihr vielleicht glücklicherweise eine Vollkasko, über die ihr den Schaden abrechnen konntet, oder musstet ihr den Schaden auch selber zahlen? Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr sowas schon mal erlebt habt. Und jetzt euch noch einen schönen Tag. Mach's gut, ihr Lieben. Ciao.